Kunst, der will uns nu wiesen mit den großen Hügeliesen auf diverser Geit aus Zeit. Nu löst er zu und kiek gut an, ob die fertig bringt, us sie das Mann. Und das Präsidium von der Israel von 1829. Kommt der Notarius Publicus und der Medicus Publicus. Wir begrüßen euch tief katholische Majestäten in unserer freien und weltoffenen Hansestadt zum 189. Male aus Anlass unserer Eiswette. Ich begrüße nunmehr das hochverehrte Präsidium der Bremer Eiswette. Meine Herren! Moin! Richtig, Medikus. Komm her! Komm her, Medikus! Das war gar nicht so schlimm wie bei der Probe. So, halt sie mit ein Gold. Oh, Scheiße. Oh. Ich dachte, wir hätten früher Feierabend. Fröhlich ist er auch noch. Ja, den Mund voll. Mit vollem Mund trinkt man nicht, naja. Oh! Schneider! Wie ich sehe, kommt ihr ganz gut zurecht ohne mich, ja? Schneider, sag mal, was machst du denn? Warum bist du eigentlich so spät? Zu spät? Ich bin zu spät. Ganz Bremen ist doch voll roten Ampeln. Ja, ich bin doch auch ein Roter. Nein, ich habe einen roten Pass, sozusagen. Ich bin ja ein, also mit einem Kreuz, und dann bin ich sozusagen auch schon ein Sozialist. Und da muss ich mich doch an die richtigen Straßennamen halten. Also gelandet bin ich auf dem Hans-Koschnick-Flughafen, dann durch die Friedrich-Ebert-Straße, über die Wilhelm-Kaisen-Brücke in die Innenstadt, dann durch den Friedenstunnel wieder raus, August-Bebel-Allee, Karl-Marx-Straße, Salvador-Allende-Straße und jetzt bin ich am Osterdeich. Und der soll bald heißen Fidel Castro-Deich. Schneider, und ich hatte gedacht, du bist sauer. Sauer? Warum soll ich denn sauer sein? Ich habe nur die Schnauze voll von diesem ganzen Brimborium hier. Wer glaubt heute noch an Worte? Es zählt doch nur noch das Bild. Schauen Sie die doch an hier, die machen doch nur noch Fake News. Ja, ich bin auch einem Stern gefolgt, einem roten Stern. Und wer da erst einmal drumherum gelaufen ist und sogar gefahren mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, du, der weiß, was gefährlich ist. Du meinst doch nicht etwa den weltbekannten Schwachhauser Stern? Doch, den meine ich. Ein Stern, der keinen Namen trägt, kostet sehr viel Geld.
strahlt nun in neuer Pracht. Oh ja. Ein Stern, der keinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt, auch wenn's dort immer wieder kracht. Per Pedal wirst du der Lose sein. Doch als Fahrradfahren bist du viel zu klein. Oh, jetzt fällt mir auf, ihr seht ja fantastisch aus. Ihr seht ja viel besser aus als unser Senat. Und ihr seid nicht mehr staatenlos. Ihr habt ja Unterschlupf gekriegt. Ach, der Kasper in Jamaika. Der Melchior in Kenia. Und der Balthasar, ja der Balthasar, der sondiert noch. GroKo oder Koko, das ist hier die Frage. Jetzt, was soll das? Ich lass mich doch nicht anfassen. Ich lass mich doch nicht anfassen. Wir sind doch hier nicht in Hollywood. Auch wenn ihr Könige seid. Auch, oder vielleicht sogar Schauspieler von dieser Bremer Shakespeare Company. Anfassen lasse ich mich nicht. Hey, was ist das jetzt für ein Helga trüppelhaftes Benehmen hier? Herr Präsident, die Majestäten haben mich unschicklich berührt. Als Präsident oder Majestät darf man überall hinfassen, Schneider. Was? Und ich? Me too? Notarius, jetzt sagen Sie doch auch mal was. Nun, Schneider, ja? Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ja. Du hast die Heiligen Herren mit deinem nackten Schweinewürstchen natürlich auch absichtlich ein bisschen provoziert. Ja. Und was hat er aufgebaut, dieser Baumann? Ein Fundament. 12 Spiele, 4 Tore. Und jetzt auch noch das Schaf. Das schwarze Schaf. Zurück in die Herde, in die Family. Nein, irgendwann ist Ende der Fahnenstange. Abgaslos durch die Nacht. Spür, was Sachin mit uns macht. Abgaslos, fein vorbei, Bremer Radler sind dabei. Und alle! Abgaslos, durch die Nacht, spür, was Achim mit uns macht. Punkt 1 verlangt, dass der Eiswärtsschneider, inklusive Bügeleisen, exakt das Gewicht von 99 Pfund haben muss. Nun, Schneider, du weißt, was du zu tun hast, nicht weglaufen. 2, 3, jetzt dürfen sie alle vorkommen. Oh, jetzt kommt der große Augenblick. Ich guck nicht hin. Und? Oh Gott. Und? Ich hab gesagt, dass die Lage nichts taugt. Und? Der kann nicht rechnen wahrscheinlich. Wie viele Steine bin ich denn wert? Und? Du, Notarius? Ja. Ja. Ah, jetzt, ich muss hier selber gucken. Wie nicht anders zu erwarten war, ja. Überschreitet das Gewicht des Schneiders in erheblichem Ausmaß die statutenmäßig vorgesehenen 99 Pfund um exakt 123 Gramm. Folge mich der Heiligen Kreis. Ich bin hier! So, so Randa. Eine kluge Wahl, Medikus. Ah! 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 Habt ihr was gehört? Ah, ich kann es einfach nicht oft genug hören, Medikus. Wollen wir nochmal? Ja, einmal noch, komm. Ah! Ja, mit diesem eindeutigen Freudenschrei ist also erwiesen, dass das Bügeleisen höllisch heiß ist. Punkt 3, Herr Präsident besagt, dass der Schneider mit seinen Bügeleisen die Weser zu überqueren hat, damit wir zweifelsfrei feststellen können, ob sie zugefroren ist oder eben nicht. Du hast gehört, Schneider, begib dich bitte auf den Weg. Nein, zuerst meine Huddel mit dem Eiswettschnaps. Ja, ich fliege ja nachher auch gleich in den Urlaub. Ja. Und da muss ja auch natürlich leergetrunken sein. Man kann der Nini nicht wissen, ne? Absolut richtig, Schneider.
Man darf nicht betrunken fliegen. Und zu Fuß in die Weser betrunken? Nein. Ob das geht oder schummelst du wieder mit dem Boot? Nein, 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 man kann ja nie nicht wissen. Man kann nie nicht wissen, zum Beispiel diese Fake News. Vielleicht gibt es bald ein Bild von einem fliegenden Eiswettschneider. Ja, der Bremer Münchhausen alias Eiswettschneider wird über die Bremer Weser geschossen. Ich bin dann mal weg. Nachdem die fernschriftliche Absage des Schneiders zur diesjährigen Eisprobe durch den Notarius Publicus verlesen war, ordnete der hochweise Präsident der Eiswette von 1829 die Wurfprobe durch die ehrenwerten Mitglieder des Präsidiums an. Unerschrocken und furchtlos griffen diese achtbaren und kräftigen Männer nach den ihnen von den Pagen gereichten Steinen. Mit großer Anmut und Geschicklichkeit schleuderten sie diese, die ihnen gereichten Felsteile, in Richtung, zumindest in Richtung des mächtigen Stromes unserer Heimat. Die von ihnen geworfenen Steine, soweit sie die Weser erreichten, versanken nahezu geräuschlos in den gewaltigen Fluten. Der danach erschienene Schneider wurde gewogen und das von ihm mitgeführte Bügeleisen auf Temperatur überprüft. Jedoch verweigerte der Schneider die Eisprobe, der er sich durch Flucht entzog. Darauf traf der hochweise Präsident der Eiswette von 1829, der angesehene und untadelige Dr. Patrick Bendisch, unter Hinweis auf die zuvor durchgeführte Wurfprobe, die in allen Einzelheiten ausführliche, ausgewogene und zutreffende Feststellung diverser Geiz. Die lieben Bremer, das will ich mit dem guten Achtein. Diese Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Wünsche Ihnen Glück und Gesundheit im Nähejahr und sechs so tschüss, dass sich davon diverser abfüllt und rammen fährt. Hepp, hepp, hepp. Hurra. Hepp, hepp, hepp. Hurra. Hepp, hepp, hepp. Hurra. Und tschüss. Und tschüss.